Moin Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Monster Hunter Rise. Unbedingt die letzten Folgen anschauen. Ja, wir haben viel gefarmt, aber so ist es eben. Müssen wir jetzt durch. Wir brauchen die Kugel vom lieben Wildstrucks und genau die werden wir uns heute holen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Kugel heute kriegen. Bevor es losgeht, Däumchen, kostenloses Abo und auf jeden Fall die Glocke aktivieren, dass du kein weiteres Video hier auf diesem Kanal verpasst. Jedi Survivor, Zelda, Tears of the Fallen Kingdom und Diablo 4 wird hier komplett auseinandergenommen. Danke, dass du da bist. Viel Spaß jetzt. Let's go. So, und da sind wir auch schon. Und der Kurier hat ein neues Geschenk für uns. Irgendwelches Jäger-Schwarzgut-Gedings-Gedöns. Kam irgendwie ein Update jetzt? In den letzten Tagen, Veteran-Talisman. Okay, wir nehmen einfach alles dankend an. Warum denn nicht? Und dann gucken wir uns im gleichen Atemzug aber auch mal direkt das Jäger-Schwarzgut-Deko-Set an. Oder Deko-Rüstung ändern? Wollen wir es denn? Finster-Set kann es nicht sein, ne? Ne, Finster-Set kann es nicht sein. Wo ist denn hier Jäger-Schwarzgurt? Deko-Rüstungs-Sets? Nee. Aussehen? Wo haben wir denn jetzt hier dieses Schwarzgurt-Zeug? Okay, da. Ah, nice. Das ist eigentlich ziemlich cool. Wo ist denn der Brustpanzer davon? Wo ist der Brustpanzer davon? Ah, okay, das ist so ein bisschen auf Meister Tsuchi gemacht, ne? Okay. Okay. Dann doch nicht so nice. Dann bleiben wir beim lieben alten Basel Geusel. Ey, ich find's einfach nur affengeil, dieses Set, Mann. So, ab zur Versammlungsstätte. Ab zur nächsten Mission. Ganz klar. Questo listo da. Wir gehen rein und machen den Wildstrucks ein weiteres Mal. Nützt nichts. Nützt leider nichts. Ich will diese verdammte Kugel haben. Ich will endlich wissen. Ich will die nächste Stufe haben und ich will wissen, ob das. Ob es einfach wert war, das alles zu tun jetzt. Ja, so ist es eben. Ja, aber ich weiß, mit deiner Hilfe da draußen. Werden wir das auf jeden Fall schaffen. Und natürlich auch fettes Dankeschön an jeden Einzelnen draußen, der die letzten Folgen supportet hat. Ihr seid affengeil. Danke, dass es euch gibt. Würde mich auch freuen, wenn ihr dem Video hier Support da lassen würdet, ne? Ganz klar. So, einmal kurz alles auffüllen, denn der Kollege macht den heftigsten Schaden aller Zeiten. Lebenspulver nehmen wir mit, um die Teammates ein bisschen zu unterstützen. Und ja, mehr braucht man eigentlich auch nicht. Ich kann mir noch schnell einen Trank herstellen, glaube ich, oder? Ne. Ich brauche Kraut. Ich muss nach der Quest, erinnert mich dran, Freunde, gehen wir einmal zu Argos Sea und lassen ein bisschen Kraut anpflanzen. Ne? Dann haben wir es ein bisschen einfacher in den nächsten Folgen und gegen die nächsten Monster. Denn die Apex-Monster, die stehen ja alle noch auf dem Plan. Die will ich alle solo machen. Und ich habe auch noch eine Rechnung offen mit den beiden Doppel-Diablo-Apex-Monstern in der Event-Quest war es, glaube ich. Ne? Die müssen auch noch dran glauben. Apropos Diablos, da ist auch direkt einer auf der Map. Beste Leben. Beste Leben. So, ich würde sagen, Basel Geusel, den schnappen wir uns direkt mit. Oder ja, komm, wir gehen zum Basel, holen uns den als Mount und greifen dann den Wildstrucks an. Wird schon am Plan, ist einfach nur runterlaufen, ne? Mehr ist es nicht, glaube ich. So, da vorne müsste er stehen, hier am Teich, da ist er auch schon am Stolzieren. Nichts ahnend, dass wir hier gerade wie Spider-Man ankommen. Ah, ein welch majestätisches Monster. Der sieht so cool aus, Mann. Ich mag den, ey. So, ist das der Mount schon? Nee. Doch, perfekt. Nice. Das ging fix. Ah, runter da. No. Nicht hoch da. Runter, Basel. Runter. Genau. Ganz genau. So, jetzt müssen wir nur hoffen, dass irgendjemand hier dieser Session beitritt und mich im Kampf gegen Wildstrucks unterstützt. Weil solo habe ich echt jetzt am späten Abend hier absolut keinen Bock gegen den, bin ich ehrlich, Mann. Ich will einfach nur so eine Kugel und danach habe ich auch erstmal die Schnauze voll von dem und will mit ihm, wie gesagt, mit den Apex weitermachen. So, okay. Machen wir den beretten Rechner. Ich weiß nie, nach drei Angriffen bleibt er immer erstmal so kurz leicht gestunt einfach stehen und macht gar nichts. Matasee. Yo, beste Leben. Perfekt. Da hat er mir alles zerstört. Das war scheiße. Mann, ey, da habe ich hier richtig ordentlich Schaden liegen lassen.
So. Da liegt ein bisschen Loot. Mit ein bisschen Glück ist da genau das bei, was ich brauchen kann, direkt aus der Quest abhaut. Zack. Ist ja, glaube ich, 1% Chance, ne? Dass hier im Drop kommt. Okay, weg ist er. Hopp, das war knapp. Okay, da bleibe ich einfach angewurzelt stehen. Beste Leben. Komm, freie Mahlzeit, gönn. Okay, Freunde, so wie das aussieht, sind wir hier komplett auf uns allein gestellt. Ich glaube, es ist schon zu spät in der Nacht, dass sich hier jemand unserer Jagd anschließt. Ah, muss ich einen Megatrank nehmen? Ich komme nicht so in seinen Flow rein. Jetzt echt schon oft gegen den gekämpft. Aber der Flow will einfach nicht irgendwie rüberkommen. Obwohl der ziemlich nice ist, ja. Jetzt müsste der sich rein theoretisch aufladen, ne? Okay. Nice, schön ausgewichen. Perfekt. So, mach was, genau, mach was. Da muss er mal kurz durchatmen. Ja, ich wollte gerade sagen, die Attacke. Wenn sowas wie dieser Decht kommt oder so, dann bin ich ratzfatz One-Shot. Ich verbrauche halt mega Ausdauer jetzt auch hier im Kampf gegen den, ne? Oh. Fuck. Heilen. Heilen. Okay. Was machen wir, Freunde? Was machen wir? Habe ich Blitzkapseln? Irgendwie sowas? Fuck, jetzt macht er den. Oh no. Eins. Zwei. Achso, der hat sich nach hinten geportet. Okay. Ja, da kommt jetzt wieder dieser Radar-Move. Okay, fuck, ey. Komm, dann soll mich in Ruhe lassen, dieser dämliche Wogri, Itsuchi, was auch immer Typ du bist. Mein Gott, ey. Okay. So, bisschen Angriff, bisschen Verteidigung, bisschen Ausdauer. Wir nehmen einfach alles mit. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Knockout, komm schon. Ey, wurde der gerade von einem Rembora angegriffen? Scheint so, oder? Ja, du kleiner Kackvogel, Junge. Du kleiner Misthaufen. Junge, wo bleibt der Knockout? Ich habe schon so auf seinen dämlichen Kopf drauf gekloppt. Ey, er ist schon... Okay, jetzt macht er den Move. Ne? Jetzt kommt der Radar-Move. Eins, zwei, drei. Liegen bleiben. Perfekt. Den habe ich raus, ey. Damit kann er mich auf jeden Fall nicht mehr kriegen. Und da ist der dämliche Knockout, Mann. Endlich mal. Fühlt nach 20 Minuten das erste Mal. So. Guck mal. Kopf jetzt erst gebrochen. Ich mache keinen Schaden, ne? Hab da die Zahlen gesehen, ne? Na, fuck, ey. Verzweiflung in der Nacht gegen Vice Trucks. Huah! Komm schon! Ey, okay. Das war ein Move, mit dem habe ich absolut nicht gerechnet. Der war neu, oder? Der war neu. Kam ja mehr. Eins, zwei, drei. Wen haben wir denn noch? Diablos. Okay, noch getroffen. Was ist eigentlich mit seinem Mount? Stimmt. Was ist eigentlich mit seinem Mount? Okay, wenn wir den Mount haben, mache ich die Wallbanks durch. Fetze mal alles auf den Kopf drauf, was geht. Und dann renne ich runter zu Diablos.
Und tun wir den noch. Ich muss hier tatsächlich alles mitnutzen, was mir zur Verfügung steht. Aber, so als kleines Zwischenresümee, auch wenn es jetzt eigentlich aktuell ist, läuft ganz okay. Also scheiße läuft es nicht, ne? Aber wenn man mal meine allererste Solo-Runde gegen den vergleicht, bis jetzt, ist schon eine Steigerung tatsächlich. In meiner allerersten Solo-Runde bin ich quasi instant zweimal gestorben und musste richtig auf Krampf irgendwie versuchen zu überleben nur. So, holen uns mal den High Ground. So, da ist sein Mount. Perfekt. Jetzt habe ich beide Seilkäfer verständigt. Ich hoffe, die laden sich schnell auf. Und jetzt machen wir schnell die Wallbangs hier durch. Zack. Zack. Vielleicht kriegen wir noch einen vierten. Wäre auch geil. Ne. So, und jetzt... Diablos ist ganz nah auch hier. So, jetzt verpiesen wir uns. Taktisch alles, Freunde. Den lassen wir einfach gekonnt hier stehen. Wetzende Runde. So, Basel, der könnte auch nochmal einen Mount kriegen, wenn Wildstrax den angreift, ne? Tatsächlich. Okay, ich laufe in die falsche Richtung. Ah, der ist da unten. Ah, okay, ne, perfekt, der kommt gerade hier hoch, oder? Ist der jetzt hier hochgekommen? Okay, Wildstrax haut ab. Okay, perfekt, Diablos ist hier oben, nice. Mit dem Basel auch noch. Okay, dann müsste der Mount ja ratzfatz kommen. Jupp, perfekt. Dankeschön. Muss ich nicht mal einen Angriff hier machen. Optimal. Grüße gehen raus, Baselgeusel. So. Jetzt nur die Map irgendwie hinkriegen. So, wollen wir hier lang? Wir wollen hier lang. Naja. Und da ist er. Das rote Ungeheuer. Let's go. So, jetzt, wenn der Britenrechner aktiviert wird, kann ich irgendwie gefühlt erstmal nie angreifen. Okay, das war gut. Ray ist der Quest beigetreten, ja, und genau jetzt wird Wildstrax einfach nochmal stärker dann, ey. Jetzt gerade, wo ich ihn hier zerstöre, weißt du? Stehst du? So, Kopf, zweite Mal gebrochen. Knockout, nice. Fuck, ey, da. Oh Gott. Also schlechter hätte es wieder nicht machen können. Schlechter hätte es wieder nicht machen können. So, eine Blitzkapsel habe ich noch. Die bringt jetzt in dem Stadium, glaube ich, aber nichts mehr gegen den, oder? Ne. Ab einem gewissen Punkt ist er einfach immun, kann man schon sagen. Oh, nächster Knockout. Jetzt läuft's. Wenn der Kopf zweimal gebrochen ist, ey, dann ist er nicht mehr so standhaft. Salution. Ah ja, Rose. Schöner Name. Ah, guck mal, die versuchen natürlich jetzt die anderen Mounts noch zu holen, aber die haben wir schon. Die haben wir schon. Die nichtsahnden Neuankömmlinge hier in der Quest. Boah, wahnsinnig ausgewichen. Ich bin gerade im Flow drin, Freunde. Seht ihr das? Ganz dreist hier Wetzen in seiner roten Blitzwelle. Ah, die Aggro ist auf mir, ne? Da hinten ist der Basel. Vielleicht können wir den doch nochmal holen. Schön ausgewichen. Der Totenkopf müsste jeden Moment eigentlich kommen schon. Kann man den hier reinlocken für die Falle? Okay. Okay, juckt den nicht, die Falle.
Ah, okay. Haltet ein Pulver mal rein. Wo ist das Dämonenpulver? Ich gönn uns. Okay. Let's fetz. Let's fucking fetz. I'm combat ready, sagt er. Jo. Was für ein Anti-Move, yo! Mann, ich dachte, ich komme noch an dem Kamehameha-Schreff vorbeigeflogen. Aber dass ich da komplett reinfliege, hätte ich jetzt nicht gedacht. Scheißendreck. Das war ungeil. Schreibt mal eure Bestzeit-Solo gegen Wildstrucks in die Kommentare. Würde mich mal brennend interessieren. Wir sind es bei 16 Minuten, die ich solo unterwegs war. Hajo. So, komm, ich versuche das mit dem Diablos nochmal. Der müsste einen zweiten Mount kriegen, tatsächlich. Okay, weg ist er. Jo. Alles klar. Oh, okay, die Blitzfliege kannst du ja auch sparen. Der Ray steht einfach nur da rum. Was macht der denn? Es gab einen Verbindungsfehler. Beste Leben. So, jetzt ist der skaliert auf 4 Spieler und ich bin hier solo drin. Holy shit. Holy shit, Mann. Ja, alles klar. Das sieht man schon am Schaden. Ja, das ist Hopfenwalz verloren. Da ist alles verloren jetzt. Halt. Okay. Mann, was für ein Pech willst du haben? Zorro, komm her. Okay, ihr kennt mich. Ich gebe trotzdem nicht auf. Ne? Wir geben nicht auf. Ich werde jetzt hier alles nochmal rausholen, alles nochmal geben. So. Wir brauchen die anderen Monsters. Wir brauchen die anderen Monster. Die Schiene müssen wir jetzt gehen. Ist halt so. Ja, WLAN-Verbindung auch verloren. Perfekt, PlayStation. Perfekt. Wahnsinn, ey. Was ein Quatsch. Was ein Quatsch hier am Abend. Kann kein Mensch gebrauchen hier. So ein Müll jetzt, ey. Holy shit, ey. Okay, der ist immer noch da unten. Der bleibt da unten. Den Diablos. Kriege ich ihn jetzt nochmal gemountet oder kriege ich ihn nicht gemountet? Boah, ich bin gerade so lost, ey. So, ich wollte Ration essen, ne? Ich wollte eine Ration mir gönnen, ey. So, der Diablos kommt da runter, perfekt. Als hätte er es geahnt. Also, wenn ich mich an die letzten Folgen erinnere, es war so. Es war tatsächlich so, ne? Man konnte die Monster zweimal mounten. Aber dafür muss der angreifen. Na, okay. Dafür muss der angreifen. Ich gehe nochmal zum Nebenlager. Ja. Ach Gottchen, ey. Das ist doch doof, ey. Session müsste trotzdem auf sein. Vielleicht kann mir trotzdem irgendwie einer nachjoinen, wenn sich die Stabilität wieder gefunden hat. Weil wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass der auf 4 Spieler jetzt skaliert bleibt und ich einfach in dem Fall tatsächlich Pech habe. Oh, da ist er auch. Da ist er auch. Jetzt hätte ich gerne diesen Pulsmesser von Monster World. Ich fand den echt genial. Ich würde gerne sehen, wie sein Puls am Schlagen ist, wie viel ich noch brauche. Bis er den Geist aufgibt. Schrei. Ja. Wird man der Wahrsager. Ist wieder am Start, ey. Yo. Drecksmonster. Wow. Halt. Okay, jetzt hat er einen High Ground. Pack mal die Ninja-Moves aus. Okay. Fuck, ey. Zu weit weg gewesen. Liegen bleiben. Ganz gekonnt. Holy shit, Mann. Pack doch nicht ab. Freie Mahlzeit. Perfekt. Dankeschön.
komme nicht ran. Oh, das war richtig schön auf dem Kopf drauf. Ich hätte besser einen anderen Hammer genommen. Ich glaube, seinen eigenen Hammer gegen ihn selbst zu verwenden, macht nicht so wirklich Sinn, oder? Ah, Gottchen, ey. Aber der kann auch nicht mehr so richtig. Der kann auch nicht mehr so richtig. Der muss schon schnaufen, ey. Du Kackspiel. Du kleines Kackspiel, ey. Da bleibt er genau in der Animation genau da stehen, wo der seinen dämlichen Strahl macht. Und damit haben wir nur noch eine Ohnmacht zur Verfügung. Das war so die ganze Zeit das, was ich im Hinterkopf noch hatte. So, ey, yo, ich kann noch zweimal reinscheißen. Aber jetzt kann ich nur noch einmal reinscheißen, ne? So, in die Quest nach Jam wird eh niemand. Ich hoffe mal, die haben die Kiste nicht komplett geplündert. Dankeschön, dass ihr mir noch 4 Heiltränke habt. Dagelassen, ne? Boah. Okay, das wird ein hartes Ding, ja, tatsächlich. Wird ein hartes Ding. Aber einfach kann jeder, oder wie ist das, ne? Einfach kann jeder. Der hat noch 1, 2 Schläge, bevor der Totenkopf kommt. Ich weiß das. Ich fühle das. Ah, beste Leben. Weg ist er. Weg ist er. Und der ist ziemlich nah am Basil Geuser. Mit dem wir den Kampf begonnen haben, ist er es, mit dem wir den Kampf beenden werden. Fragezeichen. Sie kommen sich ziemlich nah. Und da liegt noch Loot. Da habe ich ihm irgendwas abgehauen. Oh, ey, wenn das jetzt die Kugel gewesen wäre, ich wäre so raus aus der Quest. Ich sag, wie es ist. Oh, der verliert doch hier richtig Loot. So, ich versuche den mal zu locken. Ich versuche den mal zu locken, dass er mit zu Basil Geuse kommt. Ist das mein Ende? Ist das mein Ende? Okay, Hinterhalt ging komplett in die Hose. Dann versuche ich den eben zu ziehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Boah, der Schrei ist so fantastisch. Das hört sich an wie der T-Rex von Jurassic Park damals, Mann. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Beweg dich so ein bisschen mehr über deine Grenze rüber, ey. Komm schon. Komm schon. Perfekt, perfekt, genau. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf hinter mir her. Komm schon. No, 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 lauf nicht zurück, lauf nicht zurück. Mann. Oh, okay, du weißt mir, ich weiß nicht, ich zerstöre ihn jetzt. Es ist soweit. Es ist soweit. Der kann nicht mehr. Der kann nicht mehr. So. Beide sind rot, beide sind rot. Jetzt. Das muss passieren. Zorro. Oh. Sie haben uns heute eine Art von Almudron gesichtet. Oh, den Almudron können wir mounten. Der ist neu. Oh. Oh shit, oh shit, oh shit. Heilen. Almudron, wo bist du? Du bist jetzt genau hier sein, ne? Yo, 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 ey. Schicksalsfügung. Schicksalsfügung ist das hier gerade. Es ist der Baselgeuse erneut. Okay, wir haben noch 2 Monster-Mounts, mit denen wir angreifen können. Perfekt. Also wenn wir es jetzt nicht schaffen... Wenn wir es jetzt nicht schaffen, lauf bitte einfach an ihm vorbei, Baselgeuse, bitte. Lauf einfach vorbei, genau. So, den Almudron ziehen wir einfach mit. Wahnsinn, Freunde, Wahnsinn. Geduld ist der Schlüssel zum Erfolg. Nice, Mann. Da können wir nochmal richtig Schaden drücken jetzt. Komm, 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 komm. Fang nicht, fang nicht, fang nicht, fang nicht. Genau. No. Retten den Rechner, rausdrücken. Und direkt danach holen wir uns den Almudron. Direkt danach. Wo ist dein Köpfchen? Fuck, der haut den nochmal weg. Oh ne, ne, schön. Oh, da ist ein Kopf. Okay, und weg hier, weg hier, weg hier, bevor der One-Shot kommt. Zorro, Zorro. Perfekt, der bewegt sich genau auf den zu, ey. Yes, Mann. Yes, yes, yes. Ein Schlag und der Almudron ist im Mount. Komm schon, komm schon.
Ja, da ist der Mount. Oh, sexy. Der kleine Schlingelwurzmann, ey, das ist, war ein harter Kampf. Ich hab's gejinxt, ich weiß. Ich hab's gejinxt, sorry, Freunde. Fuck, Mann. Anjan hat es auch am Start. Baselgirls hat den Ort verlassen, ey. Der hat aber auch hart gekämpft jetzt. Das sei ihm gegönnt. Da ist er tot. Neuer Rekord, größtes Exemplar. Puh, das war sogar noch ein Rekord, Wahnsinn. Ey, das ist, das war ein, eines Kugels-Drops-Kampf wert. Wo ist er? Ich muss ihn looten. Komm schon. Kugel, Kugel! Ach, Schimmersteinschuppe, den Scheiß brauchen wir nicht. Glanzpanzer, kannst du dir auch... bitte, komm. Oh, Mann. Mann. Oh, Gott, nein. Okay. 30 Sekunden haben wir noch, wo wir jetzt warten müssen, um zu hoffen, dass wir die Kugel noch bekommen. Liebe Freunde, in der Zeit habt ihr natürlich jetzt Zeit für ein Däumchen und ein kostenloses Abo dazu lassen. Wäre natürlich absolut fantastisch, gerade nach so einem harten Kampf, oder? Und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr nicht Jedi Survivor, Zelda Tears Fallen Kingdom und Diablo 4 hier auf diesem Kanal verpasst, ne? Ja, schön vorab. So, jetzt. Komm schon. Was, ey? Nix bekommen, ey. Nur Müll. Och, Mann, ey. Mann. 22 Minuten meines Lebens hier am späten Abend abgerackert. Wirklich hart geschuftet. Härter als in den 8 Stunden auf der Arbeit, weißt du? Und dann scheißt sie hier so rein. Und der Yoho will mit uns reden. Haben wir etwa was Neues? Ne, 5 Gildensteine. Die kannst du ja auch in den Arsch stecken, ne? Meine Fresse, liebe Freunde. Was ein harter Kampf, aber was auch ein geiler Kampf. Ja, hoffe, die Folge hat gefallen. Wie gesagt, ja, Däumchen hoch, kostenlos, Abo wäre absolut fantastisch. Würde es mir echt mega mithelfen und Glocke aktivieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und jagen dann mal ein anderes Monster. Muss jetzt einfach sein. Schnauze echt voll. Ja, wir machen mit den Apex weiter, denke ich. Und dann sehen wir uns da. Bis dahin. Ciao mit V.